Ist das nicht ein wunderschöner Anblick? Willkommen wieder zurück zu Skyrim im Fürstentum von Reach, wo ja auch die Stadt Markarth dazu zählt. Allerdings bin ich gar nicht in Markarth, ich bin auf dem Weg zu einem ganz anderen Ort und ihr seht schon, die Gegend hier sieht ganz anders aus als das, was wir bisher so in Himmelsrand gesehen haben. Hier liegt überhaupt kein Schnee, es ist sogar teilweise ein bisschen grün, aber auch sehr felsig, voll mit Bergen und Wasserfällen. Also es sieht schon ganz anders aus, es ist mal eine nette Abwechslung, gefällt mir sehr. Und ich bin ja mitten in der Daedra-Quest für Merunes Dagon unterwegs, allerdings hat nicht er zu mir gesprochen, sondern ein Typ, der in Dämmerstern ein Museum der mythischen Morgenröte eröffnet hat und der möchte jetzt, dass ich ihm Merunes Klinge zurückbringe. Ist nur blöd, die ist in drei Teile zerbrochen und die müssen wir besorgen. Einen Teil habe ich schon, und zwar das sogenannte Heft der Klinge. Müsste ich, glaube ich, sogar hier noch dabei haben, irgendwo. Genau hier, Heft von Merunes Klinge. Das habe ich mir aus Mortal besorgt, weil es da irgend so ein Schmied schon seit mehreren Generationen in seinem Haus versteckt hat und der wollte es eigentlich eh nicht mehr haben. Das habe ich dann einfach so bekommen, als ich ihn überredet habe, dass es mir es einfach gibt. Habe ich mir das schon nehmen dürfen. Die anderen zwei Dinge sind es aber nicht mehr so leicht zu bekommen, schätze ich mal. Und zwar muss ich noch die Bruchstücke der Klinge in meinen Besitz bringen und auch noch den Knauf. Und um den Knauf geht es jetzt auch. Da muss ich nämlich hierhin zum Totenkrähenfelsen westlich von Mortal. Also warum sage ich Mortal? Markarth. Markarth, Mortal. Mortal ist ja hier drüben. Da habe ich das Heft bekommen. Den Knauf gibt es jetzt hier. Also Markarth, da bin ich jetzt raus und dann an der Rheinwasserpassage vorbei und jetzt geht's hier rauf zum Totenkrähenfelsens. War mir ja schon klar, dass sich das in einem Part jetzt nicht ausgeht. Ist das eventuell schon hier vorne? Oder ist das was anderes? Ne, ich glaube, das kann es noch gar nicht sein. Das ist ja ein bisschen weiter weg. Was ist das hier? Hexenfelsenschanze. Aha. Hexenfelsenschanze. Nee, das suche ich aber nicht. Nee, da gehen wir mal schön vorbei. Das muss wohl hier hinten sein. Oh, nochmal so ein blöder Bär. Die werden es auch nie lernen, dass sie gegen mich keine Chance haben. Na klar, der hat mal den armen Fuchs getötet. Warum müsste der Fuchs sterben? Oder die arme Ziege? Das wäre doch nicht nötig gewesen, blöder Bär. So, das muss hier oben irgendwo sein. Das sieht schon eher nach einem Ort aus, wo ich hin muss. Ich sage, das sieht hier ganz anders aus. Sonst immer alles voll mit Schnee, aber hier ist sie direkt üppig grün. Also, na gut, was heißt üppig? Die Wege sind eh ziemlich felsig, aber trotzdem wächst hier was. Aha, Ruine der Hexenfelsenschanze. Hier muss ich allerdings irgendwie rein. Nun gut, soll es so sein. So, was ist jetzt hier los? Wo finde ich das, was ich suche? Vielleicht lieber mal Licht aus und schleichen. Und den Bogen anlegen. Aber bitte nicht mit Eisenpfeilen. Wie oft soll ich es eigentlich noch sagen? Drachenknochenpfeile natürlich, die sind awesome. Ah, seht mal, da sitzen wieder ein paar von diesen Abgeschworenen rum. Aber gleich nicht mehr. Und stirb. Und du auch. Tja, das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Aber wie hätten die das auch... Aha, Speer der Abgeschworenen, vor allem wie die aussehen. Das ist ein eigener Kult von Spinnern. Die haben ja ihre eigenen Rüstungen und so weiter. Mit denen hat es, glaube ich, auch noch mehr auf sich. Weil ich ja, als ich zum ersten Mal in Markarth gewesen bin, war in der Nähe vom Stadttor, da ist ein Mord passiert und da haben dann alle so gebrüllt, ja, Hilfe, die Abgeschworenen sind in der Stadt. Und die Wache hat dann natürlich gesagt, nee, das stimmt nicht. Und irgendwie, was haben wir hier, letztes Abband 8? Schade, das habe ich schon mal gehabt, sonst hätte sich da jetzt sicher eine Fertigkeit gesteigert. Aber nö. So, sonst ist hier nichts. Okay, naja, ist nur so ein kleiner
Aufenthaltsbereich hier. Ich muss hier rauf. So, schon wieder so aufgespießte Ziegenköpfe, also echt mal. Das ist sowas von geschmacklos. So, ist hier oben jemand an der Treppe? Tatsächlich. Das ist sehr unglaublich. Ihr habt ja gesagt, ich soll öfters mit dem Bogen kämpfen, also bitte. Take this. Yeah. Voll erledigt. Schleichengriff macht ja zweifachen Schaden. So, ist auch wieder ein Spiel abgeschworen. Vor allem, was die für komische Kopfbedeckungen haben. Ja, hier, abgeschworenen Kopfschmuck. Und dann auch noch so... Aha, Schlüssel... Hä? oh je, seht ihr es? Es ist ein kleiner Schreibfehler passiert. Da steht Schüssel zum Kerker der Hexenfelsen. Schauen Sie nicht Schlüssel. Na, meinetwegen ist es halt Schüssel, Schlüssel, whatever. So. Achso, ist für die zwei Türen hier, oder was? Nee, für die nicht. Oder vielleicht für die andere. Okay, Zaubertrank der Magie ist sogar ein toter Bandit. Die töten sogar andere Banditen. Ich sage, das ist ein eigener Kult. Das ist eine eigene Gruppierung. Ah, aber Hauptsache die Tür geht auf und es hat mir absolut nichts gebracht, das zu tun. Toll. Wozu habe ich überhaupt diesen Schlüssel bekommen? Da steht ja noch jemand rum. Vielleicht nicht mehr. So, dem schieße ich jetzt voll in seinen Arsch. Und zack. Dornenherz der Abgeschworenen. Was? Boah, das war ja gerade eine geile Killcam. Habt ihr das gesehen? Voll von hinten durchlöchert. Wie heißt der? Dornenherz der Abgeschworenen? Das ist ein eigener Titel von denen, hä? So, der hat auch ein Dornenherz dabei. Und einen Ebenerzdolch. So, wieder alles mitgenommen. Hier ist sogar wieder ein Alchemielabor, das brauche ich doch gar nicht. Zwergenschwert des Schwundes? Aha, 40 Punkte magischer und Elfenschwert der Angst. Und noch ein bisschen Gold und ein großer leerer Seelenstein. Das wird alles mitgenommen. Ich kann auch genug tragen im Moment. Sind wir hier, Kriechranke... Schlachterfischei, Jaspetrauben, ne? Die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Also zum Tränkebrauen natürlich schon, aber die Quest habe ich ja... Was war das jetzt gerade? Ich habe ein Ding aufgenommen, das ist alles weg. Okay, man kann es einfach nicht mehr sehen. Jetzt wieder schon. Das ist ein kleiner Grafikbug. Naja, kann mal passieren. Na, nicht wieder totes Kaninchen, komm schon. So, aha, hier geht's wieder nach draußen. Das war scheinbar nur, dass ich weiter nach oben komme. Alter, was haben die denn da oben aufgehängt? Was sind denn das für Freaks? Oh Gott. Die haben eindeutig ein Problem. So, zu sichert mal schnell speichern. Man weiß ja nie. Und Licht aus. So, vielleicht kann ich einfach mal aus der Tür hinausschleichen. Ich rechne mal stark damit, dass da draußen jetzt welche sind. Oh, da sitzt ja wirklich jemand. Okay, jetzt bin ich wirklich im Freien, aber etwas weiter oben. So, na warte. Und Headshot! Oder zumindest voll zwischen die Schulterblätter geschossen. Oje, irgendwer hat mich jetzt, glaube ich, bemerkt. Ja, jetzt sind lauter rote Punkte da. Moment mal, ich habe doch auch noch was anderes dabei. Selbst gebraut, und zwar hier. Ein Zaubertrank, der Schleichen um 139% verstärkt, und das für 60 Sekunden. Dann wohl bekomm's. So. Hier sind also noch mehr davon. Ah, versteckt. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. So, Brandschatze der Abgeschworenen. Nee, die hat sich einfach mal voll geheilt. Fies.
Die wird sich nicht ergeben, hier wird gestorben. Kapiert? Was? Die ist immer noch nicht tot. Mann, jetzt stirb doch mal. So, voll zwischen die Beine geschossen. Hey. Hier ist ja noch jemand. Da oben. Das sag mal. Was machst du denn da? Boah, voll abgeknallt. Hey. Oh, jetzt reicht's. Okay, jetzt reicht's endgültig. Das werden wir noch sehen. Was? Nur ein Kratzer? Du bist gerade tot, Kumpel. Brandschatz hat er abgeschworenen. Sowas. Voll geil. Zaubertrank der kräftigen Magier, der höchsten Heilung und der kräftigen Ausdauer mitnehmen. Steht einfach mal hier so auf dem Tisch rum. Knoblauch. Ja, man soll immer schön viel Knoblauch essen. Das ist gut fürs Gedächtnis, sagt man, glaube ich. Oder habe ich hier das etwas schon vergessen? Nee, das war jetzt auch irgendwie blöd. Ich habe irgendwie nur das Gefühl, dass das vielleicht noch nicht alle waren. Eventuell. Also wirklich viel gebracht hat mir der Zaubertrank jetzt nicht unbedingt. Aber egal. Macht ja nichts. Die sind jetzt alle tot. Haben sie auch nicht anders verdient, wenn sie sich zwischen mir und meiner Quest stellen. Ja, ich bin doch nicht so blöd und aktiviert hier einen Stolperdraht sicher nicht. Dann kommt hier eventuell noch da oben was runter. Nee. Ist da jemand? Hier drüben. Attacke! Das war nichts. Ich hätte etwas gehört. Na klar, voll ins Zelt geglitscht. Hey, Kumpel! Kommst denn du jetzt her? Moment, so kräftige Heilung. Kräftige Heilung. So, ist wieder so ein Dornherz. Und tot. So. Ja, der hat immer sowas dabei. Dornenherz ist halt eine Alchemie-Zutat. Ach, das ist eine Frostbissspinne. Riesige Frostbissspinne, voll eklig. Ich habe mir schon gedacht, Alter, was ist denn das da drin? Veredeltes Vulkanglas. So. Unglaublich, aber wahr. Bin ich ja immer noch nicht ganz da. Da oben ist das. Das ist der eigentliche Ort, wo ich hin muss. Totengrenfelsen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Wow. Oh Gott. Licht aus. Was ist denn hier los? Aber ich finde es gerade interessant, dass ich durch eine andere Festung gehen musste, um zu der hier zu kommen. Gar nicht mal so übel. So, mal wieder einfach mal speichern. So, man weiß ja nicht, was los ist. Ich höre nämlich schon wieder jemanden husten. Wie die auch nicht hören, dass ich hier das Zeug aufmache. Das merken die natürlich nicht. Nein. Das merken die nicht. Wo ist denn jetzt hier jemand? Ich habe doch jemanden gehört. Ach, da vorne. Bin ich auch blind. Und die, Bitch! Yeah. So. Kommt davon. Abgeschworen. Alter, das war nur... Ich sollte mir nicht wieder so viel Zeug mitnehmen. Ich kann ja schon wieder fast nichts mehr tragen. Die Zaubertränke gehen noch. Horkerzahn brauche ich jetzt auch nicht. Ist noch ein Zaubertrank. Trollfett. Lederstein brauche ich jetzt auch nicht. Ich kann mir alles selber machen. Bündel von Nordranken. Eventuell ist hier auch wieder jemand oben. Ja, jemand hat gegähnt. Aber wo? Vielleicht hier... Ah, da vorne.
Tod. Das war der Tod. Ja, nee, ich kann schon wieder fast nichts mehr tragen. Jetzt lassen wir das halt hier, ist jetzt auch egal. Macht nichts. So, nochmal Brandschatze. Hey, geil, der hat wieder ein Dedra-Herz dabei. Auch nicht schlecht. Und eine Lösung der Stärke. Dedra-Herz ist immer geil. Was haben die denn hier für einen riesigen Tisch? Zaubertrank der ewigen Heilung oder Zaubertränke? Eine Säge, natürlich. So, Arcana Verzauberer, warum sollte ich sowas benutzen wollen? Hier liegt... Hier... Mensch, hier liegt doch was. Achso, nee, das ist die Waffe, von der die liegt. Also, die ist so ganz komisch auf den Tisch draufgefallen. Elixier des Waffenschmieds. 50% besser, da kann ich schon längst bessere Sachen machen. Hier kann ich jetzt selber herstellen. Naja, von wegen. Ich lass mich doch hier nicht von einem bösen Seelstein abfackeln, ganz sicher nicht. Okay. Komme ich da irgendwie rüber? Hups. Ach, einfach durchlaufen. Passiert schon nichts. So. Jetzt habe ich irgendwo... Entweder habe ich die Falle gerade ausgemacht oder ich habe eine Tür geöffnet. So, was ist hier? Ein Spiel beim Bankett. Ja, das scheine ich auch schon mal gehabt zu haben. Besessen zu haben, gelesen zu haben vor allem. Muss ich denn überhaupt genau hin? Bin ich hier schon wieder komplett falsch? Nee, ich glaube, ich habe dann doch einfach nur eine Tür geöffnet. Hier hängt auch wieder so ein riesiges Tierskelett rum. So, oh Gott. Die haben doch alle einen Dachschaden. So, ach, das Gitter ist jetzt aufgegangen. Ich sehe schon. Obwohl, eigentlich müsste ich da unten irgendwie hin. Hier ist ja auch noch eine Tür. Ich mach mal schön auf. Ist da jemand? Jetzt gehört ihr mir. Ach ja. Will mal gleich sehen. Schnell speichern. Wo soll denn hier überhaupt jemand sein? Da unten? Na klar, liegen einfach mal Eis. Ein schwarzer Seelenstein, voll geil. Eisenfälle liegen hier rum. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ sein soll, der jetzt gerade geredet hat. Jetzt gehört ihm hier. Da muss ich rein. Ups. Ist der jetzt gerade hier reingegangen? Na, werde ich da jetzt aber runterspringen? Ich will das jetzt nicht. Ich gehe wieder rein. Hier kennst du dich überhaupt nicht mehr aus. Ist der Questfeld wieder so sichtbar? Warte mal, vor allem ich bin hier gar nicht durchgegangen. Ach, das ist Raskur. Ein Hexenrabe. So, hat er voll abgeschlitzt. Ich wusste nicht, dass das ein Hexenrabe ist. Ich dachte, das wäre ein Mensch. Ja, so kann man sich hier... Na, hier, Steinknochen von der Runesklinge. Ich hab's. Yeah, so bringt die Knopf zu Silus. Hier geht's auch wieder raus. Ihr hättet nie herkommen sollen. Jetzt denke ich, dass mir das scheißegal ist. Das hat sicher wehgetan. So, wieder geschafft. Oh shit, was ist denn hier los? Hier ist eine Wortwand! What the hell? Eine Wortmauer! Wie geil ist das denn bitte? Starkes Gift der Erzündung, tödliches Gift, das Seelensteine. Ja, Leute, ich lerne einen neuen Schrei. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier oben eine Wortmauer ist. Echt nicht. Noch ein schwarzer Seelenstein. Geil. Noch ein ungewöhnlicher Stein. Okay, Leute, ich lerne einen neuen Schrei. Es ist... Wort der Macht gelehrt. Rennen. Unbehagen.
Obergeil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, hier ist noch eine Truhe. Aha, orkischer Schild, ne. Ein Ring der Aufhebung, stärke dem Riss, ist 22%, 160 Gold. Den Schild muss ich leider drin lassen, weil ich dann sonst zu schwer bin. Aber cool. Jetzt nicht gedacht, dass hier oben eine Wortmauer steht. Finde ich aber geil, aber wenigstens mal ohne Drache und auch ohne Drachenpriester. Das wäre sonst eine mega fiese Überraschung gewesen, wenn jetzt hier oben noch ein Drache gesessen hätte oder so. Muss ja nicht immer sein, weil das ist ja hier jetzt auch kein Drachen. Ja, ihr wisst schon. Es ist kein Drachennest. Okay, so. Das hätte ich jetzt also auch geschafft. Und nun muss ich noch das andere beschaffen. Aber ich glaube, auch das wird sich in dem Part nicht ausgehen. Das ist ja dann wieder nicht möglich. Weil ich dazu nämlich jetzt noch hier hin muss. Richtung Falkenring. Zur Festung Bruchzahn. Das geht sich jetzt gar nicht mehr aus. Vor allem, ich kann ja auch schon fast nichts mehr tragen. Also Leute, das würde ich dann im darauf folgenden Part machen. Also das ist bisher die längste Dera-Quest, die ich je hatte. Naja gut, man muss auch drei verschiedene Orte aufsuchen, das ist schon klar. Und vor allem, da ich nie in der Nähe dieser anderen Orte war, muss ich da, wie gesagt, zu Fuß erstmal hin. Das ist schon logisch. Ja, dann wisst ihr was, dann mache ich jetzt hier einfach mal Schluss. Ich gehe natürlich offscreen nach Einsamkeit und werde dort meine Beute verkaufen. Das meiste davon natürlich. Und im nächsten Part geht's dann halt in Richtung Falkenring. Da war ich auch noch nie. Also wenn, dann werde ich natürlich Falkenring auch noch im nächsten Part mal zeigen. Dass wir da mal sehen, wie es dort aussieht. Aber im Moment würde ich trotzdem immer noch behaupten, dass Marka die schönste Stadt in Himmelsrand ist. Weil es einfach von der Bauart so geil dort aussieht. So, wie zur Hölle kommt man da oben hin? Da stehen ein paar Urnen. Komme ich ja gar nicht hin. Kann ich da rüberspringen von hier? Hä? Nee. Das kann ja gar nicht, gehen. Oder hier auf das Regal? Warte mal, das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Das muss doch irgendwie gehen. Ah, nein, nein, verdammt. Komm schon, es hat fast geklappt, Leute, es hat fast geklappt. Komm, ich lasse mich doch jetzt hier von dem Spiel nicht verarschen. Ich will da rauf. Wenn da nur ein bisschen Gold drin ist, aber ich will das haben. Komm schon. Das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein, dass das nicht geht. Leck mich doch am Arsch. Ne Leute, es reicht jetzt, es reicht. Der Part wird schon wieder zu lang. Das kann ich mir auch genug holen. Also, bis zum nächsten Mal. Steckt einfach noch das ganze Eisen mit drin, aber mit meinem Helden ist scheißegal, ne? Drauf gepfiffen. Okay, also, auch wenn jetzt hier gerade schlechtes Wetter aufzieht, ich finde es cool, dass ich jetzt hier noch einen Schrei gelernt habe, weil damit habe ich echt nicht gerechnet. Das passt irgendwie nicht so unbedingt, aber ist trotzdem cool. Moment, ich muss ja den Schrei noch freischalten, bevor ich das vergesse. Das machen wir noch schnell. So, hier. Ach, das ist ein zweites Wort dafür. Ich habe schon einmal Unbehagen gehabt, nämlich Furcht. Und jetzt haben wir halt Rennen. Und die Schwachen sollen den Turm fürchten und verschrecken fliehen. Na dann, aktivieren. So, passt. Aber das auch noch erledigt. Aber jetzt, bis zum nächsten Mal in Skyrim mit dem dritten Teil von Merunes Darons Quest. Und hoffentlich haben wir es dann endlich geschafft, wenn wir noch die Bruchstücke der eigentlichen Klinge zurückhaben. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.